So macht man eine reichhaltige Rosencreme. Ich zeige, wie es geht. Man braucht für die Fettphase Avocadoöl, Lehmcreme als Emulgator, Skibutter und Kokosöl. Für die Wasserphase Rosenwasser, destilliertes Wasser und Allantoinpulver. Außerdem jede Menge Wirkstoffe, unter anderem rote Farbe, Rosenduft und hautpflegende Substanzen. Zuerst gießt man das Öl in ein hitzefestes Glas. Dazu kommt der Emulgator und das Kokosöl. Die Skibutter kommt erst später dazu. Die Wässer werden in ein anderes Glas gegossen. Dazu kommt das Allantoinpulver. Beide Gläser werden in ein heißes Wasserbad gestellt. Wenn der Emulgator geschmolzen ist, kommt die Skibutter dazu. Auch sie muss schmelzen. Dann nimmt man die Gläser wieder aus dem Wasserbad. Das Allantoin wird noch kurz im Wasser verrührt. Und dann gießt man die Wasserphase in die Fettphase. Dabei rührt man kräftig um. Ein Milchaufschäumer kann beim Rühren helfen. Dadurch wird die Creme sehr sahnig. Nach einer Weile wird die Creme fester. Sobald sie handwarm ist, kann man anfangen, die Wirkstoffe einzurühren. Die Wirkstoffe sind nicht unbedingt nötig, aber verstärken die hautfreundliche Wirkung der Creme. Die Farbe dient natürlich nur der Optik. Dann kann man die Creme in Salbendosen abfüllen. Sie ist wunderbar cremig geworden. Nun noch beschriften. Gutes Gelingen!